Sehr verehrte Damen und Herren, ich wollte unerkenntlich bleiben, was gewisse Personen wahrscheinlich noch nicht begriffen haben. Das ist aber real, da trete ich hinter einer Gerardine auf, aber das können Sie mir nicht sehen. Naja, Thema Maut, ich lasse einfach die Sendung laufen. Lach- und Sachgeschichten mit der Frau Völl, sie packt heiße Themas an und dieses Mal ein ganz interessantes. Und zwar in der Lach- und Sachgeschichten-Sendung von der Maut. Ja, Thema Maut ist heiß diskutiert, ein heißes Eisen. Sie müssen sich das so vorstellen, dass man durch Deutschland fährt über die Autobahn, da muss man bezahlen jetzt. Ja? Da muss man Eintritt bezahlen für die Autobahn. Ich hatte mich mit der Frau Harrings darüber unterhalten, die hat mich dann erklärt, das Prinzip, dass scheinbar die, was in Deutschland wohnen, dann nicht müssen bezahlen, oder sie müssen wohl bezahlen, kriegen aber wieder zurück, und nur die, was nicht da wohnen, müssen bezahlen, so ungefähr. Ich möchte Sie das in Form von einem Gleichnis was näher bringen und bin gespannt, ob ich neugierig bin, ob Sie es verstehen. Wenn zum Beispiel in der Kirmes in Alpen, Lonzen, Wallhorn, Kettenis, überall ist Freibier, immer gewesen. Und jetzt kommt auf einmal die Bürgermeisterei auf der Idee, alle, was nicht in Alpen wohnen, müssen 1 Euro für das Bier bezahlen. Damit das aber nicht auffällt, müssen die Alpen auch bezahlen, kriegen aber wohl denn von der Bürgermeisterei was Kirmesgeld, damit sie denn in Alpen so gut wie Freibier haben. Wo die jetzt wohl nicht dran gedacht haben, das ist, dass die in Lonzen, in Kelmis, in Wallhorn, in Kettenis, die werden das ja auch machen. Und da haben die Leute von Alpen zum Beispiel, wenn die jetzt nach Kettenis, nach der Kirmes, nach der Kettenis ist ja Alpen, aber nach Lonzen auf der Kirmes gehen, da müssen die natürlich selber bezahlen. Da haben die kein Freibier mehr. Und genau so wird das wohl gehen, weil es fahren ja nicht nur Belger über unsere beleuchteten Autobahnen. Es sind da ja auch von nebenan, die was nach Belgien kommen, und wenn sie aber auch nur da durchfahren, für nach England, nach Holland, nach Frankreich, nach Spanien oder wo auch immer sie fahren. Und ich vermute mal, dass die dann auch sich müssen Kirmesgeld fragen. Das machen eigentlich noch nicht alles. Ich habe aber auch Vertrauen in die Politik. Versprechen sind da. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Da müssen Sie mal fies entschuldigen, das war der Falsche. Moment, ich habe... Hier wird es keine PKW-Maut geben. Angeli, damit ich dich ja glauben kann, ist das erste Mal, was du das sagst. Aber das habe ich schon sehr, sehr lange und in vielen Interviews gesagt. Da können wir die ganze Buhai ja jetzt in eine Tonne kloppen und vergessen, es war alles nur ein böser Traum.